So. Mal sehen, was es hier Schönes gibt. Warte mal, hier ist ein Gegenstand, jemand hat das fallen gelassen. Hallo. Dann dies. Danke. So, ich wollte ja Taxi. Und danach machen wir die Motorradgang. Darauf freue ich mich schon. Oh nein! Hallöchen Kumpel, suchst du nach nach dem heißesten Laden der Stadt? Wie? Tashiro-kun, bist du das? Yagami? Oh, du bist es bloß. Das nenne ich eine Überraschung. Als es den Tojo-Clan noch gab, gehörte Tashiro-kun zur Matsugane-Familie. Und als ihr selbst erklärter Modezar hatte er schon damals einen ziemlich gewagten Kleidungsstil. Einmal musste ich mir für einen Fall seine Klamotten leihen, nachdem ich ihn umgehauen hatte. Doch am Ende schlossen wir Frieden. Irgendwann kämpften wir sogar Seite an Seite. Also, was führt dich nach Ijincho? Oh, es geht um einen Fall. Und du? Bist du jetzt Kundenfänger oder so? Irgendwie mussten wir uns schließlich alle durchwurschteln. Er sagt, dass ich mich durchwurschtel, Trottel! Um diesen Job zu bekommen, habe ich mich schwer angestrengt. Außerdem ist das nicht irgendein Job. Ich bin jetzt Eventplaner. Ich organisiere all diesen coolen Scheiß. Konzerte, Promi-Partys, alles Mögliche. Ha, ein schriller Typ organisiert schrille Events. Passt irgendwie. Ja, Mann. Aber im Ernst, ich hätte viel früher auf die ehrliche Schiene wechseln sollen. Ich bin krass gut als Entertainer. Jedenfalls organisiere ich gerade ein heißes Event in den Jinchu. Die große Eröffnung von Paradise VR. Ja! Ihr kennt das Spiel. Wow, Alter. Du hast es echt weit gebracht. Aber worum geht es bei dieser großen Eröffnung? Du erinnerst dich an Paradise VR, oder? Ein virtuelles Game Center in Kamurocho, das sich mitten im Spiel versetzt. Oh, stimmt. Da trägt man ein Headset und läuft wie in einem Videospiel durch die Gegend, oder? Habe ich schon mal gemacht. Ganz genau. Neuerdings gibt es uns auch in den Jinchu. Und dank meines kreativen Genies haben wir das Gameplay komplett überarbeitet. Was? Man läuft nicht mehr einfach alleine Richtung Ziel. Es gibt jetzt KI-Rivalen, die einen aufhalten wollen. Cool, also noch ein Wettbewerbselement dabei. Nein! Genau, also siehst du das Gebäude da? Paradise VR ist im Untergeschoss. Und weißt du was? Das erste Spiel geht aufs Haus. Magic! Echt? Cool. Wenn es nichts kostet, probiere ich es gerne mal aus. Super, dann sehen wir uns dort. Paradise VR. Oh nein, es geht hier nicht um Perversitäten. Das habe ich nämlich zuerst gedacht, wo ich Paradise VR gehört habe, weil Paradies, VR. Oh, Naisu Daisu. Willkommen bei Paradise VR. Ich bin heute die Empfangsdame, Naisu Daisu. Kenne ich dich nicht aus der Filiale in Kamurocho? Du spielst deine Rolle echt gut. Rolle? Nein, ich heiße wirklich Naisu Daisu. Aber immerhin erinnerst du dich an mich. Jetzt erkennt euch also? Witzig, dass eine Frau mit so einem Namen in einem Laden für Dice and Cube arbeitet, oder? Sagen wir einfach, ich konnte beim Vorstellungsgespräch damit überzeugen. Also, Yagami, willst du spielen? Ja, also, ich muss jetzt gegen diese Rivalen antreten, oder? Genau, dich erwartet eine ganze Truppe. Alle mit der neuesten CGI-Software gerendert. Ein paar von den Charakteren hat sich sogar Naisu-chan einfallen lassen. Kleine Warnung, meine Schöpfungen sind nicht so nice so wie ich. Hehe. Okay, das hört sich interessant an. Ich hoffe, es ist nicht so nervig. Game start. Aber wenn ich jetzt einen Rivalen habe, wird's nervig.
Wenn das nicht ein neuer Besucher ist. Howdy, ich bin Koronian und schmeiße diese Dice and Cube Spiele. Geboren und aufgewachsen in Hiroshima. Ich habe immer davon geträumt, ein beliebtes Maskottchen zu werden. Hier und hier bin ich. Ist schön, mal ein bisschen Gesellschaft in meinem virtuellen Gefängnis zu haben. Ich bringe dir gleich mal die Regeln bei. Es gibt ein paar grundlegende Dinge, die du über Dice and Cube wissen musst. Erstens, mit X kannst du diese Würfel da ins Rollen bringen und sie mit X wieder anhalten. Und zu guter Letzt, und das ist das Allerwichtigste, gelange vor deinem Rivalen ans Ziel. Dein Rivale würfelt und bewegt sich wie du. Landet dein Rivale im Ziel, ist das Spiel vorbei. Vergiss das nicht, Jungchen. Probier das einfach mal aus. Zeit für deinen ersten Wurf. Nicht nervös werden, Jungchen. Schultern und Backen entspannen und los geht's. Niemand da. Das hier ist ein Geschenkfeld. Hier kannst du ein paar schicke Sachen krallen. Ein Geschenkfeld, gute Arbeit. Ich bin gespannt, was du abstaubst. Gut gemacht, Junge. Du kannst diesen Gegenstand gegen 100 Yen eintauschen. Wow. Nach deinem Zug ist dein Rivale dran. Achte lieber darauf, dass er was er so treibt. Kann ich ihn auch verprügeln? Dein Rival ist auf einem Ereignisfeld gelandet. Was wohl passiert? Dein Rival hat die Mission abgeschlossen. Nicht übel. Dein Rival hat einen Gegenstand erhalten. Die Katzenminze ist auf der anderen Seite. Eben immer grüner, was? Hier kannst du die Bonusmission ansehen. Erledige sie neben dem ganzen Spaß noch zusätzlich. Sakui. Herausforderung. Das hier ist ein Parcoursfeld. Je nachdem, wie hoch du kommst, gibt es eine Belohnung. Pass auf, da fallen auch Sachen runter. Oh nein. Ist das unendlich, wie hoch man steigt? Gut gemacht, Junge. Du kannst diesen Gegenstand gegen 30.000 eintauschen. Das ist bestimmt
Das ist ja nur ein Training. Jemand. Parcours. Ich glaube, das ist Absicht, was wir würfeln. Eiderdaus, das ist Koronian. Triffst du ihn, stiehlt er deine... Darf ich den schlagen? Deine Sterne und Gegenstände. Pass gut auf, Jungchen. Ja, kennen wir. Sein Safe-Verhältnis zu deinen Skills zum Schloss knacken, um dir Inhalt zu schnappen. Drei Sterne. Wann kann ich meinen Skill einsetzen? Aber diesmal hat man keine Würfel, sondern nur den Gegner. Na gut, ihr seht jetzt das Feld dann nicht. Das ist natürlich doof. Vielleicht muss ich die Szene immer wechseln, wenn ich zum Beispiel jetzt das Spiel spiele. Ich mach mal eben. Wo nerv ich denn nicht? Oder nerv ich am wenigsten? Ja, Merval ist an der Mission gescheitert. Sieh dich vor, Kleiner. Das Kampffeld, hier geht's ordentlich zur Sache. Hast du keine Gesundheit mehr, setzt du einen Zug aus, also sieh dich vor. Das ist nur ein Sterneanfänger. Kaum die Mühe wert, ich wette, du könntest ihn mit links fertig machen. Rebate-Karte. Gut gemacht, Junge. Du kannst diesen Gegenstand gegen 3000 und 1000. Dann kommt das mit dem Skill. Ist denn heute schon Weihnachten? Der großartige König Koronian persönlich. Triffst du ihn, rückst du doppelt so viele Felder vor. Ja, ja, kenn ich. Drohne schießen. Der adaptive Trigger! Da ist er wieder! Der wurde viel zu selten genutzt in letzter Zeit.
Nice. Geschafft. Sushi-Kombo, nice. Erkläre ich dir die Skills, mit denen du deinen Rivalen schlagen kannst. Mit denen kannst du zum Beispiel noch mehr Felder vorrücken, das ist aber nicht alles. Du kannst mit dir mit Dreieck aussuchen, welchen Skill du einsetzt. Das geht aber nur, bevor du würfelst. Skill kannst du mit Sternen einsetzen, die du an allen möglichen Orten findest. Außerdem kriegst du mehr Skills, indem du deinen Rivalen ausschaltest. Nutze diesen Skill, um ein Feld mehr zu erkennen. Ja, gar nicht, kann jetzt, was ich sich stelle. Ich will es nicht. Immer da. Wären das so oder so 5 geworden? Schön, dich zu sehen. Oh, großer König Koronian. Du weißt, was das bedeutet, oder? Koronian-Modus! Ja, sehr gut, das ist okay. Mein kubischer Katzenkasten. Pulsiert vor Kraft. Wir machen durch bis morgen früh bis zum Ziel. Nieder. Bakufeld. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Was soll das denn? Boah, zweimal gleichen Stelle, dieser Pissding. Gut gemacht, Junge. Du kannst diesen Gegenstand gegen 5000 eintauschen. Kann ebenfalls Skills einsetzen, also pass auf, unterschätze ihn lieber nicht, Jungchen. Ja, wow, 2. Ich hoffe, bekommst du sogar noch einen Abschlusspreis dazu. Sieh mal an, da hast du ja ordentlich zugeschlagen.
Du kannst zusätzliche Belohnung für die Mission, die du geschafft hast. Wie viel du wohl kriegst? Wir haben alle Missionen geschafft. Na, sieh mal einer an. Da hast du ja ordentlich zugeschlagen. Mounts-tastisch! Du hast ein paar Skills. Bist spielfrei geschaltet. Zeit für fette Beute. Psycho, oder? Und wie war's? Hat ziemlich Spaß gemacht. Ja, oder? Dice and Cube ist echt ein Mega-Konzept. Nur ist leider kaum was los bei uns. Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, die Rivalen in dem Spiel sind einfach ein bisschen, naja, uninspiriert. Das Spiel braucht krasse Gegner, die man nach dem Kampf nie wieder vergisst, weißt du? Ja, stimmt. Klar, du weißt, wovon ich rede. Wovon du redest. Haha, dann weiß ich, was ich verbessern muss. Werde Zeuge meiner genialen Producer-Skills. Beim nächsten Mal erwarten dich ein paar Upgrades. Okay, dann mach dich mal ans Werk. Wir sehen uns. Yeah, Paradise VR. Wir haben ordentlich Geld bekommen. Also Paradise VR kann man Geld bekommen. Und jetzt machen wir uns auf zur Motorradgang Made in Heaven.